Nee. Nee. Ja. Geil. Warum ich mich so gefreut habe, das werden wir heute im dritten Part vom Moonet Project erfahren. Denn heute geht es daran, den Sweater, also die gesamte Grundlage des Projekts, zu nähen. Und weil das ja auch ein sehr, sehr nicer Sweater werden soll, habe ich mir von einem Freund von mir, Shoutouts an Mattis, einen Gosha-Sweater ausgeliehen. Und daran habe ich mich grob orientiert, das natürlich noch an meine Maße angepasst. Und dementsprechend dann das Schnittmuster erstellt und den Stoff ausgeschnitten. Dann habe ich erstmal Vorder- und Rückseite des Sweaters zusammengenäht und dann waren auch schon die Arme dran. Und ob das grundsätzlich überhaupt was geworden ist, könnt ihr an der Reaktion eventuell erkennen. Oh, nee, nee. Ja. Geil. Boah, wunderschön. Was ein Fit. Was ein Fit. Jetzt kommen hier noch die Bündchen dran, Arme. Hier unten, schön cropped. Boah, schön, 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 schön. Damit der Sweater natürlich komplett wird, braucht man natürlich Bündchen. Die habe ich dann auch noch angenäht. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns mal den fertigen Sweater an. Das ist er. Jetzt sind auch die Bündchen dran, an den Armen, Hüfte, Hals. Hier unten ganz gut geworden. Ärmel, 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen. Gefallen mir am besten. Kragen, schwer. Aber ist nicht schlimm, ist jetzt auch erstmal hier, das ist das dritte Piece, was ich gemacht habe. So, dafür, Digga, ich bin absolut zufrieden. Ich drehe mich noch einmal. Turn around. Look at what you see. Das ist es erstmal. Aber wenn ihr die ersten zwei Teile gesehen habt, wisst ihr, das ist noch lange nicht fertig. Wir haben vielleicht gerade mal so 40-50% geschafft. Ja, jetzt kommt der spaßige Teil, wo ich 200 Bänder oder so auf diesen Sweater klatsche und hoffe, dass es gut aussieht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im vierten und letzten Part wieder. Bis dahin, schaut Moonlight.